Nee, ich achte jetzt nicht so auf die Quote, oder wie viele Minuten ich brauche für ein Tor. Es ärgert mich immer, wenn ich eine Chance vergebe. Ja gut, jetzt in Haching, wenn ich den mache für mal 1-0, ich glaube, wir hätten da auch nichts mehr anbrennen lassen und da hätten wir vielleicht das Ding gewonnen. Im Nachhinein nehmen wir den Punkt mit in Haching, das war okay. Aber jetzt selbst über die Chance, klar ärgere ich mich, aber es kommen immer wieder Chancen und für die muss ich wieder konzentriert da sein. Ja, dass wir genau das versuchen, was der Trainer gesagt hat, dass wir die letzten Wochen das alles wieder mitnehmen auf dem Platz, dass wir alles geben, dass wir uns voll reinhauen und gerade hier zu Hause auch wieder 3 Punkte holen. Ja, ich denke, dass wir einfach alle nochmal ein Stück enger zusammengerückt sind und dann auch das Erfolgserlebnis hatten gegen Erfurt, wo wir dann mit 10 Mann geschafft haben, die 3 Punkte mit nach Hause zu nehmen. Und ich denke, das sieht man jetzt auch auf dem Platz, dass jeder für den anderen alles gibt und alles versucht. Und ich denke, das hat sich in der Zeit jetzt geändert, dass wir noch enger zusammengerückt sind.